Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer hustenden Mondbasis. Ja, im Vorweg direkt die Info. Heute Nachmittag, 14 Uhr, Stream. Ihr wisst wo, twitch.tv/KrilloGaming, für die, die es doch nicht wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut. Es wird auch wieder eine kleine Verlosung geben. Und wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal rein. So, ich würde jetzt gerne wieder, ich bin in den letzten Folgen so ein bisschen wieder in so ein altes Schemata verfallen. Ich würde gerne wieder ein bisschen mehr Tempo machen und Asteroiden anordnen. Aber eine Sache war mir noch aufgefallen, die ich gar nicht bedacht hatte. Durch die Gitterziegel scheint nämlich das Dekorwert oder der Dekor hier nicht durch. Deswegen würde ich das Ganze hier gerne umstellen auf Fensterziegel. Machen wir daraus direkt mal nach, dass wir hier unten auch ein bisschen mehr Dekor haben. Und wir könnten es vielleicht sogar hier auch machen. Ja. Dann scheint es nämlich auch hier nach schräg unten. Dann kann das Gas immer noch hier durch. Vielleicht machen wir hier auch noch einen. So. Aber wirklich, das ist dann auf jeden Fall eine ganze Ecke besser. Das wird gleich alles nochmal umgebaut. Wir haben hier ansonsten genug Oxylit, wir haben genug Nahrung für einen Flug und ja, müssen nur nochmal eben schauen. Die beiden Petroleum-Tanks sind voll, genau. Aber ich glaube, der hier war gerade noch nicht ganz voll. Ne, aber da kommt immer mal wieder was an und ja, das dürfte so ganz lange auch nicht mehr gehen. Also ich denke, das ist fertig, bevor wir die Ziegel umgebaut haben. So, dann habe ich hier unten nochmal eine Änderung zu. Und zwar hat ihr mir dann einen ganz tollen Tipp gegeben. Und aufgrund des Tipps schalte ich das Ganze nochmal aus. Okay, das brauchen wir gar nicht ausschalten, weil wir machen es trotzdem. Ich grab das frei und deaktiviere das dann. Der Tipp war nämlich, wenn wir das hier unten fertig haben, wenn wir alles eingepflanzt haben, können wir ja hier einfach einen Ziegel wieder reinmachen, so dass hier dann kein Temperaturaustausch mehr stattfinden kann. Vorausgesetzt natürlich, wir haben hier auch ein Transportsystem schon integriert, aber das werden wir auf jeden Fall auch noch bauen. Und ja, danke für die Idee, die war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich weiß jetzt nicht, unter Nahrung sind, ne, unter Kochzutaten, genau, so war's. Ach, die können wir hier gar nicht auswählen an dem Lagerbehälter, oder? War das nicht so? Muss ich gerade noch mal kurz überlegen. Bei den Samen war es nicht bei. Nee, da müssen wir hier einen Kühlschrank hinbauen, okay. Können wir ja machen, nicht das Problem. So, hier unten können wir weiter zerlegen. Strom sehe ich so schon, funktioniert auch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Da müssen wir vielleicht dann auch nochmal ein paar weitere Solarmodule bauen oder mehr Batterien oder... oder beides. Ich weiß noch nicht. So, dann Mukona. Habt ihr mir vorgeschlagen, dass wir für die Wolfram-Vulkane, das sind die hier. Gucken wir gleich mal nach. Ich glaube, die Meldung wird verschwinden. Dass wir hier für eine Kühlung bauen, mit Dampfturbine und so weiter. Ich glaube, damit werden wir heute aber noch nicht beginnen. Und das Problem ist sowieso, wir bräuchten für die Dampfturbine auch Plastik. Was wir nicht hier haben, müssten wir dann nochmal wieder herbringen. Aber wir haben ja jetzt Raketen, mit denen wir problemlos hin und her fliegen können. Beziehungsweise haben wir davon erstmal eine. Und deswegen werden wir die vier Kollegen hier dann auch mal, oder zumindest zwei davon, oder wir fliegen einfach mit der Rakete her und bringen Material her. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, aber das Thema werde ich heute noch nicht behandeln, aber werden wir auf jeden Fall machen.
Gut, okay, die Verhungern-Meldungen verschwinden nicht. Was habt ihr hier für Nahrung? Ihr habt nur Fleisch. Und ich würde mal wetten, Bogus und Steven dürfen kein Fleisch essen. Nee. Dann ändern wir das mal. Aber trotz, nicht desto trotz, ist erstmal sowieso die Frage, das Fleisch. Würde ich hier ganz gerne dann. Was das ist hier eigentlich statt. Ah, das hat nur eine niedrigere Priorität als der hier. So, beide haben jetzt erstmal gegessen. Dann stellen wir das Fleisch hier wieder ein. Und dann müssten wir hier. Was haben wir denn hier eingestellt? Barbecue. Ja, schickt mal das Barbecue wieder zurück, wenn das hier verkocht ist. Ist doch gut. Wurstbrötchen habe ich hier hoffentlich rausgenommen, ja. So, wo ist es? Hier müsste. Haben wir. Okay, wir haben andere. Matches, weil. Der futtert hier uns bestimmt Sachen weg, die er uns nicht wegfuttern soll. Wieso wird das Fleisch. Ach so, ich muss das. Ja, ja. Die Sachen hier werden nur beim Aufräumen. Nein, Quatsch, ich habe da keine manuelle Bedienung. Aber hier. Okay, jetzt kommt's an. Ja, gleich irgendwie. So, ich hoffe, ich habe das. Ne, Quatsch, hier habe ich ja gerade schon nachgeguckt, ob ich es da eingestellt habe. Es ist nicht nur das fertige Barbecue dann. Gut. So, ist das Ding voll? Fast. Aber die Reichweite ist 11 Felder, das reicht uns ja auf jeden Fall. Wir haben halt tagsüber als Stromproduktion nur die hier, ne? Wir sollten das definitiv mal erweitern. Okay, sind wir hier einsatzbereit? Ja, jetzt sieht das hier besser aus. Sehr gut. Das muss noch einmal gereinigt werden. Dann geht's los. Nahrung ist genug da, Sauerstoff ist genug da. Okay, Change Q. Achso, wir brauchen noch einen Nachfolger für Tommy Tom. Wir müssten eigentlich auch mal Tommy Tom 2.0 reinnehmen. Haben wir hier denn jemanden?
schneller Lerner ist doch eigentlich. Okay. Dann machen wir da. Sorry, ich hoffe, man hat das nicht gehört, dass ich gegen den Mikroarm gehauen habe. Tommy Tom V2. So, drucken. Und dann sammel du mal erst ein paar Fertigkeitspunkte. Vorher schicken wir jemand anders los. Mudir, wer ist denn hier prädestiniert? Oder auf wen könnten wir ganz gut Verzicht machen? Was man, oh, hier, da ist ja eigentlich Keskorian ist die einfachste Lösung. Der hat zwar auch die höchste Moralanforderung. Na, wobei Tommy Tom kann so fliegen, oder? Ist alles, was er braucht. Ich würde sagen, auf geht's. auf zu neuen Abenteuern. Diesmal checke ich aber wirklich, ob wir alles haben. Wir haben Nahrung. Wir haben Sauerstoff. Wir haben eine funktionierende Toilette. Und das sind die Sachen, die wir brauchen. Ja, auf geht's. So, was ist hier noch? Achso, wir müssen ein Ziel auswählen, klar. Das Ziel ist dort. Hier ist alles. Jo, dann würde ich doch mal sagen, oder? Auf geht's. Interessant, dass man nichts hört. Niemand darf gerade hier raus. Weil, ne, ihr seht schon, ist wieder heiß, aber direkt müsste hier wieder unser Kühlsystem, wenn man das so nennen kann, anfangen. Da, du bist jetzt 3,1 Zyklen, oh mein Gott. Naja, gut. Ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun haben zwischendurch. Wir können nämlich einmal dort weitermachen. Dann bringen wir hier unten. Oder brauchen wir den Kühlschrank außerdem? Wir brauchen hier kein Licht, aber was wir hier brauchen werden, sind einmal euch hier. Kommt ganz viel Obsidian. Dann geht's dort weiter. Wenn ich nicht in diesem Overlay bin. Ja, ein bisschen besser sehen, welches Material wir hier haben, ne? So. Drei, sechs, neun. Ach so, ich habe aber jetzt, glaube ich, hier bei dem hier zumindest schon mal einen Denkfehler. Weil die ersten drei können wir einpflanzen, drei nicht, dann drei, ja. Und dann können wir drei Stück hier nicht einpflanzen. Das wären ja die, aber gut, da sowieso was kommt, dann ist das eigentlich auch egal. Ja, das gleiche. Da können wir. Dann könnten wir die drei sowieso nicht. Also müsste der eher dorthin. Und ich glaube, dann ist der überflüssig. Aber ganz unabhängig davon. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal eine Stromleitung reinbauen.
Tieraussetzer. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch eine Förderschiene. Lieber ein bisschen zu lang. So, 1, 2, 3. Dann brauchen wir danach keine weiteren Lampen mehr. Dich brauchen wir noch. Und zwischendurch der Blick auf... Ach Gottchen. Ach ja. Die ist noch ein bisschen unterwegs. Esper, Graupelweizenkorn. So, es gab übrigens eine Sache, die ich euch noch erzählen wollte. Und zwar gab es jetzt am vergangenen Donnerstag den Patch, der live gegangen ist zum Zwischenupdate. Da gab es aber nicht mehr so wirklich viele Änderungen. Deswegen habe ich da jetzt auch kein Video zu gemacht. Und ich hatte das Video für Freitag und Samstag schon aufgenommen. Deswegen konnte ich da auch nicht drauf eingehen. Deswegen jetzt kurz die Info dazu. Also den gab es. Und ich vermute, dass jetzt Anfang der Woche die nächste Version auf dem Testserver kommt. Ich bin schon mal sehr gespannt, was da dann an Inhalt geben wird. Je nachdem, was es da dann an Inhalt gibt, ist das direkt spektakulär. Dann, unabhängig davon geht dieses Let's Play sowieso weiter. Was ich sagen wollte ist, vielleicht streue ich die nächsten Tage, Wochen einige, ganz wahrscheinlich sogar, Tutorials ein. Und daher nochmal die Bitte an euch, schreibt mir doch gerne nochmal in die Kommentare, was sind die Tutorials, die ich unbedingt als erstes machen soll. Also wozu soll ich was machen? Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein bisschen helft, was ihr unbedingt sehen wollt. Und dann werden wir das auch machen. So, das hier müssen wir nochmal eben hochstellen. Genauso wie das. Ich habe halt gerne Sachen fertig. Und wenn das gleich erledigt ist. Die Pips lungern alle hier rum, ne? Keine Ahnung, was die davon abhält, hier vorne mal hinzukommen. Doch unlogisch, oder? Geht nur mir das so. So, neue Pips oder welche, die wir einfangen, kommen hier raus. Den stellen wir aus. Fangen einfach schon mal den ersten ein. Nicht, dass uns das irgendwas bringen würde, aber ach Leute. Wir haben 6 Stück und die treiben sich alle vorrangig rechts rum. Tommy Tom, wir müssen dir jetzt erstmal Bärenmatsch erlauben.
Da, wo haben wir Bärenmatsch? Das war ziemlich weit rechts, ne? Da. So, das mal das erste. Eine Toilette hast du, dann würde ich dir den noch zuweisen und das hast du dir selber schon zugewiesen. Okay. Jetzt gehst du was essen, ne? Genau. Ich dachte schon. Das wäre jetzt etwas, was ich nicht gebrauchen könnte für meinen Seelenfrieden. Ja, liebe Pips, was machen wir mit euch? Ich stehe kurz davor. Und das machen wir jetzt auch. Wir bauen hier auch einen Tieraussetzer hin. Dann nehmen wir die Einstellung dahin und dann fangen wir die da ein und bringen sie hier wieder nach links. So absurd das auch sein mag. Zyklen, okay. Wir haben es gleich und können dann den ersten Blick auf den Eisasteroiden werfen. So. Pip, Pip, Quietscher. Und jetzt fangen wir euch. Alle mit Priorität 9 ein. Hier müssen wir einen Graupelweizen können, müssen wir gleich welche freigraben. Das machen wir aber gleich erst. Wenn wir soweit sind. Das Fangen klappt schon mal. Ja, und sie werden auch rübergebracht. Einfach toll. Und jetzt bitte lauft nicht gleich nach rechts, sondern ja, es geht doch. Clean können wir schon mal einfangen wieder. So, ich denke mal, ja, die sind angekommen, perfekt. Dann können wir jetzt unsere Frachtkapseln abwerfen. Und ab jetzt müssten wir doch auch uns das Ganze anschauen können. Okay, es ist hier sehr kalt, das ist jetzt nicht so überraschend. Ein Eisenvulkan, okay, der wird uns helfen, das Ganze aufzuheizen. Und schon wieder sind die. Frachtkapseln verschwunden, das gibt's doch nicht. Und die sind noch nicht abgeworfen worden. Jetzt nicht verstehen, oder? So, jetzt ist es passiert.
Okay, dann schauen wir uns das Ganze noch. Ja, da sind sie. Und da. Und da. Ja, sehr cool. Dann geht's jetzt für dich zurück. Any Landing Pad 9 zum Petroleumlandeplatz. Ja, wie viel besser das einfach mit Oxylit läuft, ne? Man muss sich hier überhaupt keine Gedanken machen, dass der Sauerstoff mal ausgeht. Das Einzige, was vielleicht mal zum Problem werden könnte, irgendwann ist CO2, aber ist das mal passiert? Plus Bärenmatsch ist super für das, was wir hier veranstalten. Die letzte noch. Schnappst du dir? Oh, der eine von den beiden ist schon groß geworden. Das ging ja schnell. Ja, hat geklappt, okay. Drei Kreuze ist das. Erledigt. Habe ich jetzt einen übersehen? Oder ist es einer gestorben an Altersschwäche? Das kann auch sein. Hier sind schon drei unten. Okay. Mir war so, ich hätte nur zwei ausgewählt, aber. Nun gut. So, wir brauchen Graupelweizenkörner. Wollte gerade sagen, da kommen wir am einfachsten ran, aber um da einfach ranzukommen, müssten wir. Da erstmal eine Leiter fertig bauen. Dann nehmen wir doch. Erstmal die. Muss ich auch gleich beobachten, wo die hingebracht werden. Weil das hier ist, genau, habe ich mir fast gedacht. Noch nicht die höchste Priorität. So, sind hier oben alle raus? Ja. Dann können wir den zerlegen. Das ist eigentlich die falsche Richtung, tut doch. Priorität 8. Priorität 8. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das. Ach, das Ding ist schon voll. Oh. Vorübergehend hier raus, weil wenn ich die jetzt hier unten gleich rausfallen lasse, sollen die ja nicht weggeräumt werden hier.
Müsste in den unteren eigentlich noch einen Guapkorb reinbringen, ne? Dann kann hier noch einer hin und Eisen. Ja, Eisen geht auch. Nee, das darf ich da noch nicht auswählen, weil sonst sind wir es gleich los, ne? Das wäre ein bisschen schlecht. Wir können hier auch wieder öffnen, ne? Ja, wobei die schon bald wieder zurückkommt. Das Ding zerlegen wir mal und bauen das neu aus Stahl. Ich hoffe, das hält ein bisschen besser. Auch schon. Wir sind flott dabei. So groß wie hier der Abstand ist. Glaube ich, wir können auch hier schon anfangen. So, die ist auf dem Rückweg. Ja, jetzt war es doch wieder weniger spektakulär, als ich eigentlich vermutet habe. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr noch ein bisschen Spektakel sehen wollt, kommt im Stream vorbei. Da gibt es garantiert wieder Chaos, es gehen irgendwelche Sachen schief und... ja, ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, ich würde mich sehr freuen. Aber fürs Video war's das für heute, ne? Also macht's gut, bis bald, euer Krillo.